Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic Teil 6. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben immer noch den 12. Februar. Und ich habe mich vertan gehabt. Ich habe ja gesagt, ich will nach Neusopigel, weil da das Schrein ist. Also ja, auf dieser Seite hier. Aber der ist da gar nicht. Ich habe, als ich die Sachen hier nochmal eingetragen habe, wie dieses Teil hier auf meiner Karte, habe ich gesehen, der ist doch in Mist. Wir müssen nochmal mit dem Schiff nach Mist reisen. Ah, toll. Also geht es erstmal nach Mist. Aber ich hätte auch gesagt... Versuchen hier... Erst einmal diese Gegner hier zu erledigen. Gut. Das hat geklappt. Oh, Moment mal. Ja, habe ich doch gerade richtig gesehen. Da liegt auch noch was. So. Oh, da liegt auch noch mal einer. Ich bin echt mal gespannt, was das für ein Haus hier ist. Ach, da ist er. Ich habe ihn eigentlich schon die ganze Zeit gesucht. Okay, und hier sieht man allerdings auch, es ist tatsächlich nur ein normales Gebäude hier. Normales Gebäude, ich wollte eigentlich sagen, so eine Halbinsel hier. Ja, und damit ist dieser Teil hier fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist denn das für ein Gebäude? Tempel von Bar. Okay. Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Heilen für zwei. Kann der einen wirklich heilen? Aber das wird wahrscheinlich dann Ruf kosten. Wo war denn der Ruf nochmal? 226, wenn ich den nicht mache. Der Orden von Bar heißt dich willkommen, Freund. Achtbar. Um 68. Ja, hoppla, jetzt habe ich gespeichert. Keine Ahnung, warum das so billig ist. Aber hat anscheinend ganz gut geklappt. Okay. Dann sind wir hier fertig. Dann können wir noch die andere Seite machen. Und wir sind ja auch wieder voll geheilt. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir zum Tempel von Bar gehen und uns da heilen lassen, gibt es weniger Ruf oder irgend sowas. Oder war das dieses Ruhm? Nee, das kann eigentlich auch nicht sein. Ah, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage... wie viel Uhr haben wir? Hoppla, falsche Taste. Ich glaube nämlich, zu diesem Zeitpunkt dürfte... Was ist das hier? Weitere Gegner. Hey! Die sind schon in Nahkampfreichweite. Okay. Okay, dann mal weitere Gegner.
So, da drüben sind noch welche. Ja, doch, doch, die treffen wir auch. Ach, hat sich von hinten noch einer angeschlichen, okay. So, aber jetzt. Oder auch nicht. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass doch so viele Gegner hier sind. Ach, da hinten ist er. Den habe ich schon die ganze Zeit gehört gehabt. Okay. Erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir es aber. So, was ich sagen wollte, ich glaube, es fährt zu diesem am Freitag ein Schiff nach Mist. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, dass es so gewesen ist. Das sind auch nochmal richtig viele Gegner. Schauen wir erstmal, was das da ist für ein Haus. Tempel von Bar. Hinter dem Tempeltoren kann ein leiser Singsang gehört werden. Besucher scheinen hier nicht willkommen zu sein. Okay, das ist, denke ich, wieder ein... Ich schaue nochmal, aber das müsste, hoppala, eigentlich einen... Ja, das sieht nach Dungeon aus. Okay. Mhm. Aber da irgendwo irgendetwas. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hoch. Ne, da kommen wir nicht hoch. Obwohl? Ne, da auch nicht. Und irgendwo müsste noch eine Harfe zu finden sein. Wow. Hoppala. Wo kommt die auf einmal her? Mann, oh Mann, oh Mann. Sind das viele Gegner hier überall. Irgendwo noch ein... Nee. Ich hätte gedacht, ich hätte einen gehört, der hier schon mit Nahkampf auf uns... Hoppla. Machen wir hier doch mal ein bisschen eher noch... So, hier sieht es doch schon wieder besser aus. Doch, da ist doch einer. Ich habe doch gesagt gehabt, da ist einer. Entweder ist der andere auch in der Wand drin. Oder keine Ahnung. Ja, von da oben kommen sie. Du Schande. Kommen alle von da. Okay. Da müsste es, wie gesagt, auch irgendwo die Harfe geben. So. Ich frage mich nur, ob die in einem Dungeon ist oder hier irgendwo im Dings drin ist, hier. So, schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ah, Neusopigel. Hier geht's nach Neusopigel. Ja, das machen wir jetzt. Das gehen wir erstmal hierher. Sowas wie eine Dings haben wir nicht gekriegt. Was? Kenne ich nicht. Ich weiß es nicht. Das sind auch Sachen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Okay. Alles klar. Ich weiß also nicht. Das da ist noch zum Identifizieren. Das war zum Identifizieren. Und der Rest ist einfach zum Verkaufen. Alles klar. Okay. Blümchen. Kommt immer mit. Immer wieder gerne. Nein, danke. Da wollen wir nicht hinrasen. Hinrasen, ja. Klar. 5 Tage würde das dauern. Aber wie gesagt, der Schrein, wo ich eigentlich hin will, der ist ja nicht da drin gewesen. In Neusopigel, sondern tatsächlich. Sondern der ist tatsächlich in Mist. Da müssen wir nach Mist reisen. Jetzt frage ich mich nur, soll man das gleich machen? Bevor der Tag zu Ende geht und diesen Rest hier vielleicht beim nächsten Mal machen? Oder gehen wir jetzt andererseits? Eigentlich könnte ich versuchen, auch noch den Rest hier noch zu machen. Wir müssen nur aufpassen, dass es... Ja, toll. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. So, du bist auf jeden Fall wieder auf grün. Ja, da muss man beim Laufen, wenn es runtergeht, wirklich aufpassen, dass man da nicht, Oh, wow, wow. Haufen Gegner hier wieder. So. Eieieiei. Das sind aber wahrlich viele, 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 viele Gegner. Okay, geh mal, lassen wir sie einfach mal hierher kommen. Beziehungsweise versuchen das ja so zu machen. Jetzt sollten vielleicht doch mal zum Tempel gehen. Oder das ja doch später nochmal machen. Wir kommen ja eh von Mist wieder nach Iron Fist rein. Das heißt, den Teil hier da unten werde ich dann doch mal ein anderes Mal machen. Weil jetzt sieht es schon wieder ziemlich heftig aus. Jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt lassen wir die Gegner mal da, wo sie sind. Und schauen mal, wo wir den Mist, ob das klappt. Ob das Schiff tatsächlich nach Mist jetzt fährt. Und wenn ja, dann fahren wir nach Mist. Das dauert ja auch wieder, glaube ich, 2 Tage oder 3 Tage. Da sollten wir dann auch geheilt sein. Willkommen an Bord. 2 Tage bis nach Mist. Heb die Planke und hiss die See. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Willkommen in Mist. Da müssen wir hin. So, ich bin jedenfalls jetzt mal gespannt. Es ist noch... Ja, genau, es ist noch Februar. Das passt also. Wie sieht's denn aus? Intellekt war das. 7, 5, 7 und 22. Ist ja auch klar, Intellekt brauchen ja eigentlich nur die Hexer eigentlich. Und Bogenschützen und Druiden. Die anderen eigentlich ja nicht. Deswegen sind die auch so niedrig. Okay. Aha, alle 10 aufgekriegt. Das heißt 17, 15, 17 und 32. Ja doch, ich würde sagen, das hat sich gelohnt.
Es hat sich ziemlich gelohnt. Jetzt passiert aber nichts mehr. Ich frage mich, wenn wir wieder zum Februar vorbeikommen, also den nächsten Februar, erhöht sich das dann auch wieder? Dass es jedes Jahr mal, dass man da jedes Jahr hingehen kann und es erhöhen kann? Oder, ja. So, jetzt will ich noch eine andere Sache machen. Und zwar will ich mal schauen, ob es hier Verzaubern gab. Ich glaube, Verzaubern war Wasser. Wasser, die Magie der Veränderung. Eisstrahl verzaubern. 1440. Oder 1320, schon ein bisschen weniger. Können wir uns aber im Moment nicht leisten. Aber ich glaube, ich habe noch was auf der Bank. Ich weiß nicht, wie viel das war, aber ich glaube, auf der Bank war was. Ja, das ist er. Was kann ich für dich tun? Oh, 4000. Ja, nicht schlecht. Ich nehme mal alles mit. Ich glaube, Banken geben tatsächlich keine Zinsen. Man kann aber Geld verlieren durch Räuber oder sowas. Und auf der Bank ist es dann sicher. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Jetzt wollte ich noch was anderes ausprobieren. Schau noch mal ganz kurz. Handel, da bist du auf 3. Das heißt, ein Punkt fehlt, dann könnte man es auf Experte machen. Allerdings, in allen Gebieten, wo wir jetzt gewesen sind, war noch kein Handel-Experte drinnen. Das heißt, das können wir sparen eigentlich auch nicht, aber bringen tut es das auch nicht wirklich. Andererseits einen Punkt drauf geben. Okay, ich schau mal was. Nein, da müssen wir zum anderen Tag wiederkommen. Wenn wir zum Training gehen. Ah, wo war der Trainer? Der war da hinten. Da vergehen ja auch ein paar Tage. Lohnt sich das dann, das auf... Ja, was glaube ich? Willst du eine weitere Lektion? Gute Arbeit. So. Und jetzt haben wir schon den Montag, den Dings. Ich lerne jetzt den anderen nicht, weil da werden wahrscheinlich auch andere Dingertage wieder vergehen. Schauen wir mal schnell. Willkommen an Bord. Ja, okay. Jetzt können wir da hingehen. Das heißt, du könntest Handel auf jeden Fall auf 4 noch machen. Dann könnte man da Experte lernen. Dann sind wir soweit, sozusagen. Jetzt schaue ich mal, wie viel hat das jetzt gebracht. Wasser, die Magie der Veränderung. Verzaubern. Nee, das ist jetzt Erwachen. Ah, die sind doch ein bisschen anders immer. 1260, das hat jetzt 100 Gold gebracht. Das ist besser als nichts. Dann lass mal das mal so. Dann darfst du das hier lernen. Ja. Verzaubern. Das bringt nämlich schon ein bisschen was. Ich muss es mir noch genauer anschauen, aber es bringt was. Das verkaufen wir jetzt auch noch nicht. Da habe ich nämlich noch was anderes vor. Ja, bei dir ist aber nur noch 2 Punkte. Panzer könnte man machen, bringt aber noch nichts, weil wir im Moment noch Lederrüstung tragen. Wir haben noch keine Panzerdings. Bogen könnte man machen. Wir benutzen Bogen ganz gerne. Machen wir wahrscheinlich mehr Schaden mit. Und Experte reduziert Erholungszeit. Das heißt, wir können öfters feuern. Andererseits, mit dir wollte ich eigentlich auch gerne Schwert lernen. Was ich mit dir vielleicht vorhabe, ich bin mir noch nicht sicher, wenn wir Schwert auf Meister haben, könnten wir vielleicht ein Schwert in der linken Hand führen, dann könnten wir vielleicht zwei Waffen führen statt Schild. Und da du auch mit Kondition dann relativ viel HP hast, brauchen wir das Schild vielleicht auch gar nicht. Dann machen wir hier richtig so Damage. Bogen läuft im Moment eigentlich ganz gut. Könnte mir halt nur vorstellen, wenn wir in Dungeon drin sind, können wir mit dem Bogen relativ wenig machen. Da werden wir wahrscheinlich das Schwert brauchen und das ist, glaube ich, das Heftigere. Das heißt, ich hätte eigentlich gerne Schwert hier noch gemacht. Dann müssen wir mit der wohl warten. Na gut.
Also. Willkommen an Bord! Heb die Planke und Iron Fist wieder. Gut. Hier will ich dann auch noch andere Sachen machen. Lernen will ich jetzt halt mit den anderen nämlich auch noch. Wo war der Training? Ich glaube, der war oben. Aber das passt eigentlich ganz gut. Dann will ich nämlich die nächste Expertenfähigkeit lernen. Und zwar Falle. Damit wir keine Probleme haben, mit Fallen zu öffnen. Truhen zu öffnen, wo Fallen drauf sind. Wie geht's? Nee, das war Akernen. Dann müsste es das hier gewesen sein. Kostet nur 500. Ich hätte jetzt gedacht, es kostet 2000 oder so wie Dings. Gut. Ja. Das lernen wir mal. Das heißt, du bist jetzt hier auch ein Falder. Doppelte Wirkung der Fähigkeit. Das passt. Das passt. Dann, Trainer war, glaube ich, hier. Genau. Ist unterrichtet. Da lernen wir jetzt die gut gemacht. Gut nächsten gemacht. Hier. Speicher nochmal. Und dann schauen wir nochmal rein. So. Wir könnten auf Feuermagie jetzt auf 4 gehen. Aber ich würde tatsächlich erst auf Wasser gehen. Und zwar liegt es daran, weil wir jetzt auch mit dir diese Verzaubernfähigkeit haben. Experte macht dann stärkere Verzauberungen. Und das heißt, stärkere Verzauberungen heißt dann auch höherer Verkaufswert. Und das macht schon viel Sinn, finde ich. Das heißt, dann würde ich ganz gerne dich hier als erstes auf 4 bringen und dann auf Experte. Und dann verzaubern wir das ganze Zeug, was wir hier haben. Dann das ganze Zeug hier verzaubern wir dann. Und dann machen wir wahrscheinlich auch... wobei, Waffen gehen, glaube ich, nicht. Waffen gehen, glaube ich, erst, wenn man mit Meister... Aber Schild und das hier können wir zum Beispiel machen. Und dann könnten wir das mehr mit für mehr Geld verkaufen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, Wasser gehen wir auf 4. Ja, dann sind wir auch fertig. Das nächste, was ich mache mit dir, ist Feuer. Auf 4 hochbringen. Und dann versuchen wir vielleicht auch Feuer auf Experte zu machen. Und dann vielleicht mal Lederrüstung, damit du... Ja. So, bei dir... Hammer Körper schon auf 4. Da würde ich vielleicht tatsächlich mal auf Kette gehen. Das wird wieder eine Kettenrüstung noch holen. Du kannst ja jetzt auch Kette anziehen, genau. So. Das war versuchen, Kette auch auf Dings zu machen. Und bei dir war es spirituell. Ach, bist du schon? In dem Fall. Reparieren ist eigentlich nicht verkehrt. Handel. In dem Fall machen wir tatsächlich mal einen Punkt auf Schwert drauf und auf Reparieren machen wir auch noch mal einen Punkt drauf, falls wir das mal brauchen. So. Und bei dir sparen wir es mal auf. Alles klar. Sehr schön. Dann sind wir soweit hier fertig und auch die Folge ist soweit fertig. Ich würde sagen, dann sind wir soweit fertig hier. Von den Aufstieg. Genau, was ist eigentlich... Wir brauchen mal 2600. Ja, okay. 2700, 3200, da brauchen wir sogar ein bisschen mehr. 2900, ja, okay. Ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch wirklich ganz gut aus. Wenn wir noch ein paar Quests erfüllen, kommen wir vielleicht auch auf den nächsten Level. Und dann können wir vielleicht auch ein bisschen speichern. Für dich sollte man dann noch eine Kettenrüstung holen. Da muss ich nochmal schauen, ob der Rüstungsschmied war. Dann holen wir für dich noch eine Kette. Das andere können wir dann verkaufen. Dann schauen wir nach den Norden von, den Süden von Ding an. Vielleicht können wir die eine Quest noch erledigen. Das Teil müssten wir vielleicht noch anschauen. Also vielleicht den Süden, dann dieses Teil hier noch machen, dann ist die Karte voll aufgedeckt. Und dann reisen wir vielleicht nach Neusuppigel und machen den verlassenen Tempel endlich mal. Und natürlich auch diese anderen Inseln außenrum. Das werden wir vielleicht als erstes machen. Genau. Das ist auf jeden Fall mein Plan, was ich jetzt mal vorhab. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.